Probieren wir es doch einfach nochmal. Wie gesagt, ich muss schauen, ob ich dann jetzt einen Cut gesetzt habe oder nicht. Ob ich das jetzt nach jeder Runde mache, weil die gehen ja meistens so 10 Minuten oder so. Ist vielleicht spannend, immer mal so ein Spiel zu sehen. Und dann schaffe ich es vielleicht auch immer, Arena an Arena zu hängen, denn es ist ja nicht einfach, diese 150 Goldmünzen immer zusammenzukriegen. Rexar gegen... Rexar gegen Rexar, ja super. Und wir fangen an. Da haben wir hier wieder unseren geschmolzenen Riesen, den wir natürlich nicht benötigen am Anfang. Und wir haben einen Spottcharakter bekommen, das ist sehr gut. Den legen wir natürlich auch direkt. Ach, den hätte ich vielleicht auch besser rausnehmen sollen. Na egal, haben wir wenigstens auf der Hand. So. Erstmal natürlich die Schildwache aufstellen, die kann ein bisschen Schaden abfangen. Außer natürlich den Heldenschuss, aber den kann er eh noch nicht legen. Es sei denn, er legt die Münze, ja gut. Ach, er legt die Münze, um eine Karte zu spielen, okay. Das zum Beispiel trifft sich jetzt richtig gut. Ich kann jetzt ihn hier legen. Gebe meinem Kollegen hier zwei Angriff mehr und mache den kaputt. So einfach geht das. Und wir haben immer noch ein Monster hier liegen. Mit zwei Schadenspunkten. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. So, ihr seht schon, das ist eine neue Karte. Hier kann man natürlich auch wieder neue Sachen machen. Dazu aber gleich erst mehr. Ja. Ich würde sagen, wir legen den Eber. Nein, oder? Oder doch? Ja, nein. Nein, wir legen den hier. Und machen den da weg. So. So, hier kann man zum Beispiel Folgendes machen. Hier gibt es einen Regenbogen. Wenn man auf das Wasser klickt, kann man den so scheinen lassen. Da kommt er. Seht ihr das hier? Den Regenbogen? Dann zieht jedes Mal eine Karte, wenn ihr ein Wildtier ruft. Okay. Und er macht direkt unseren Kollegen kaputt. Schade eigentlich. Okay. Ich würde sagen, wir legen diese Karte. Und bekommen automatisch einen Schadens- und Lebenspunkt mehr, weil wir direkt den Eber gespielt haben und können ihn angreifen. Fertig. Damit haben wir anstatt einer 2-2 eine 3-3 Karte und noch einen Eber, der einmal wenigstens Schaden machen konnte. Und ja noch immer auf dem Feld steht. Also so ist es ja nicht. Er kann ja immer noch einen Schaden machen. Hier kann man übrigens auch ein Feuer entzünden. Ich finde das ganz witzig, dass man mit der Karte so ein bisschen interagieren kann. So, vernichtet einen feindlichen Diener. Die Karte haben wir gar nicht erst bekommen. Schade eigentlich. Hat uns also soweit auch nichts gebracht. Bist du ein Wildtier? Nein, ich glaube... Doch, du bist ein Wildtier. Ja, super. Dann können wir ihn legen. Und ihn legen. Damit hat unser Schwein nicht mehr nur noch einen Schaden, sondern schon zwei Schaden. Zack. Und er hier kriegt halt immer jetzt einen Angriff mehr, wenn ein Diener stirbt. Und das hat er gerade vor. Und zack, haben wir hier einen Schadenspunkt mehr. Das ist natürlich jetzt eine sehr starke Karte. Und das geben wir natürlich unserem Wolf. Wem auch sonst. Und der Wolf kann sich darum kümmern, ihn zu töten. Dadurch bekommt hier unser fleischfressender Ghoul noch einen Schadenspunkt mehr und macht schon 5 Schaden. Plus unseren Schuss 2 Schaden. Und schon haben wir dem Gegner die ersten 10 Punkte abgezogen. Bis jetzt also auf alles eine Antwort gehabt. Und wir haben immer noch den Großwildjäger. Also wenn gleich mal eine sehr starke Karte kommt. Und wieder ein Schadenspunkt mehr. Das war also sehr gut für uns gerade, dass er diesen anderen geholt hat. Hätte natürlich genauso gut auch den Ghoul treffen können. Ja, was hat er da jetzt liegen? Ich schieß mal drauf.
Also es gibt, glaube ich, drei Arten von Fallen. Die eine Falle ist, wenn ich eine Karte lege, bekommt die Karte direkt Schaden. Die haben wir auch. Dann gibt es eine Falle, wenn ich angreife. Das ist die Frostfalle. Dann wird mir der auf der Hand zurückgelegt. Dann hätte der natürlich nur noch zwei Angriff. Ich frage mich, ob... Und dann gibt es noch eine dritte, die mir gerade entfallen ist. Und ich bin ehrlich, ich traue mich mal nicht anzugreifen und beende damit meinen Zug. Ich habe übrigens die Karte nicht gelegt, weil ich damit natürlich eine starke Karte zerstören will. Das ist sehr gut. Jetzt können wir erstmal einen Begleiter holen. Und das ist ein Eber mit Sturmangriff. Das ist natürlich noch viel besser. Ich bin gerade dazu geneigt, den anzugreifen. Aha. Das war wahrscheinlich die Frostfalle, wie ich es gesagt habe. Jetzt kriegen wir die Karte auf der Hand. Und kostet natürlich jetzt auch ein bisschen mehr. Scheiße, ich hätte ja nochmal spielen können, ich Idiot, ne? Das war dumm. Naja gut, ich greife ihn mal direkt an. Mal gucken, was er macht. Die kann ich ja nächstes Mal immer noch spielen, sind immer noch 10 Schaden. Also wenn er jetzt keine Tankkarte hat, sollte das funktionieren. Ach, wieder ein Geheimnis. Gebt mir eine Quest. Und er greift mich also direkt an. So, ich probiere jetzt mal Folgendes aus. Ich spiele jetzt mal den hier. Da kommt die erste Falle. Wahrscheinlich... Ja, 4 Schaden. Okay. Damit haben wir schon 7 Schaden übrigens. Jetzt passt mal auf, jetzt spiele ich den hier. Und greife mit dem an. Und da passiert nichts und damit haben wir gewonnen. So, das war relativ einfach, würde ich mal behaupten. Da haben wir ziemlich gute Karten auch immer bekommen und er hatte am Ende nicht die Chance. So, und damit würde ich sagen, spielen wir direkt die nächste Runde. Gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Das erste Spiel nur sehr, sehr knapp verloren, dadurch, dass er diese eine beschissene Karte bekommt, womit er mir noch Schaden machen kann. Hat er Glück gehabt. Andernfalls wäre der Sieg auf unserer Seite gewesen. Je mehr man übrigens hier in der Arena gewinnt, desto bessere Belohnungen bekommt man. Das habe ich vergessen, glaube ich, zu erwähnen. Und das geht so lange... Ach, das ist ja schon eine perfekte Hand. Die halte ich doch direkt. Das geht so lange, bis man 3-mal verloren hat oder 9-mal gewonnen. Also maximal 11 Spiele kann man machen, indem man 9 gewinnt und 2 verliert. Oder 8 gewinnt und 3 verliert. Okay. Was haben wir denn? Da ist schon direkt hier wieder unser Magma-Typ. Das ist nicht so ganz so gut, aber gut, haben wir sie halt auf der Hand. Wir legen unseren Spotty, Captain Spock, oder Spott, Captain Spott ist das, der Fußsoldat von Goldhain. Und da kommt ein Raptor. Ja. Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Ich könnte jetzt wieder unserem Kollegen hier, ich glaube, das mache ich auch, wieder 2 Angriff geben. Und dadurch kann er den Raptor kaputt machen. Alles andere würde keinen Sinn machen. Und in der nächsten Runde werden wir wahrscheinlich hier diesen Eisenpelz Grizzly spielen. Oder eben einen Zufälligen, aber ich glaube, der Eisenpelz-Typ ist schon ganz gut. Wobei mir gerade noch eine andere Option kommt. Ah ne, das ist kein Wildtier, schade. Ah, das wäre es jetzt gewesen. Es gilt ja leider nur für Wildtiere. Hätte ich dem jetzt 2 Schaden geben können, wäre der natürlich weg gewesen.
Ja, ich glaube, wir spielen den Grizzly. Und greifen direkt an. Das habe ich natürlich mit Absicht gemacht, weil ich direkt sterben würde und ihn nicht mitnehmen könnte. Und er muss mich jetzt natürlich angreifen, kann mich nicht töten und wäre selber auch kaputt. Und macht es eben auch nicht, wie ihr seht. So. Das wird ja jetzt etwas interessanter. Und ich würde sagen, wir machen Folgendes. Also wir haben ja hier diese Karte, wo wir einem Wildtier Spot und 2-2. Gut, Spot hat er schon, aber 2-2 können wir ihm immerhin schon mal geben. Damit hat er 5 Schaden. So, und mit 5 Schaden können wir den Troll kaputt machen. Jetzt kann er uns natürlich auch kaputt machen. Aber wir können ihn ja nochmal direkt angreifen. Und er muss unseren Grizzly erstmal killen und geht selber dabei drauf. Das ist das Schöne dabei. Hätten wir ihn angegriffen, hätte der nochmal einen Schaden mehr bekommen. Und das ist natürlich jetzt ganz doof. Damit kriegt er jetzt ziemlich viel Schaden und greift uns natürlich auch direkt an. Wie sollte es auch anders sein? Ja, ich denke, da bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als den kaputt zu machen. Und ich denke, wir rufen mal ein zufälliges Tierchen dabei und haben direkt einen Tanker bekommen. Das ist sehr stark und können ihm jetzt noch 2 Schaden machen und beenden damit unseren Zug. Wir haben noch immer den Mana-Kristall, den behalte ich mir manchmal auch ein bisschen länger auf, weil man damit auch mal schöne Kombinationen machen kann. Wenn man denn mal ein Mana zu wenig für irgendwas hat. So, jetzt denkt er natürlich, er ist der Coole von uns beiden, weil er 4-4 hat und wir natürlich auch. Aber was er nicht weiß, ist, dass wir eine Karte haben, die aus unserem 4-4 einen 6-6er macht und wir ihn damit kaputt machen können. Gleichzeitig weiß er natürlich auch nicht, dass wir noch immer drauf schießen können. Doch, das weiß er wahrscheinlich. Das hat er sich auch gedacht. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber das ist ja noch nicht so weit. So, den Mana-Kristall halten wir natürlich noch. Der wäre jetzt unsinnig, für einen Schaden einen Mana-Kristall zu verschwenden. Ah, er kopiert unseren. Sehr interessant. So, jetzt, das ist natürlich auch eine richtig üble und geile Kombi. Wie man mit einem richtig schlechten, also in Anführungszeichen richtig schlechten Karten richtig gute Auswirkungen hat. Ich lege den Eber mit Ansturm. Er kann sofort angreifen. Wir haben jetzt diese Karte hier bekommen, den Kleriker. Damit kann ich irgendeiner Karte einen Schaden mehr geben, wie zum Beispiel unserem Eber. Hey, guck mal, passt doch. Mit dem Eber können wir jetzt seinen Grizzly töten. Sehr geil, oder? Der Eber ist zwar draufgegangen, aber darauf kann ich jetzt, das ist mir egal. So, jetzt können wir das Ding noch kaputt machen. Und wir können mit dem Grizzly 6 Schaden machen. Und wir können nochmal angreifen. So, das muss er jetzt erstmal toppen, würde ich sagen. Wir haben immer noch unseren Tank stehen mit 6 Schaden. Das muss ich mal dazu erwähnen. Oh, schade. Naja gut, da steht er nicht mehr. Das ist jetzt doof gelaufen, aber gut. Ja. Das bringt jetzt eigentlich noch gar nichts. Der hat bis jetzt seine Wirkung noch nicht bekommen, aber vielleicht kommt es ja noch. Den Mana-Kristall brauchen wir auch nicht. Also ich muss drauf schießen, keine Frage. Ich muss den kaputt machen, auch keine Frage. Ich lege eine Sprengfalle. Und ich verursache nochmal 2 Schaden auf ihn. Und beende damit dann den Zug. Alle beugen sich meinem Willen. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Boah, das sind natürlich 2 Karten, die nicht so geil sind. Die Waffe bringt ihm natürlich nichts. Aber das ist natürlich eine ganz fiese Karte mit der Gedankenkontrolle.
Ich denke, ich werde ihn jetzt spielen müssen. Ja, ich werde ihn spielen müssen. Und ich werde auch diesen hier spielen müssen und ihm dann Schaden geben. In der Hoffnung, dass er natürlich so doof ist und mit dem Sechser, mit dem Sechsleben angreift, was er nicht tun wird, aber trotzdem. In der Hoffnung, dass. Zwei Schaden können wir ihm nochmal machen. Und dann schauen wir mal, was er zu bieten hat. Schade, dass wir jetzt... Jetzt kommt wahrscheinlich gleich eine Karte mit 7 Schaden und dann hätten wir sie besser gebraucht. Dann hätte ich vielleicht den doch alleine spielen sollen, aber... Das kann man ja vorher nicht so wissen. Ah, ne. Das war genauso scheiße. Die hat nur 6 Schaden. So, und jetzt kriegen wenigstens alle mal 2 Schaden. Das gehört sich auch so. Damit hat er nur noch 6 Lebenspunkte. Die Karte finde ich übrigens sehr gut. Das ist eine Spottkarte. Die wird natürlich direkt kaputt gemacht, aber theoretisch müssen wir nur noch 2 Züge aushalten. Dann ist er so oder so platt. Also aushalten in Anführungszeichen natürlich. Sehr gut. Das macht jetzt ziemlich viel Schaden. Und wenn das so weitergeht, halten wir die nächste Runde nicht mehr aus. Sehr gut! Nein! Scheiße. Ah, egal, die können wir kaputt machen. Und ich dachte, wir hätten jetzt schon gewonnen. Da habe ich mich zu früh gefreut. Ja gut, also er kann mir auf jeden Fall schon mal 5 Schaden machen. Kann er mir denn die restlichen auch noch machen? Das sind nochmal 5 und 2. Da fehlt aber noch einer. Tja. Das tut mir leid. Aber mit einem Lebenspunkt haben wir gewonnen. Unglaublich. Das war aber ein sehr spannendes Spiel jetzt noch zum Ende hin. So, wieder eine Stufe erreicht. Mit dem guten Rexer. Und wir haben jetzt den Vogel. Oder ich habe jetzt den Vogel auch als eigenständige Karte bekommen. 25 von 40 Diener. Dann habe ich die nächste Quest auch fertig.